Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 396. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin. Gute, hi. Und der Herr Basti. Gute und Grüße, mein lieber Freund. So, wir reden heute in kleiner Runde ein bisschen über die Eintracht, falls ihr denn überhaupt noch Lust habt, über die Eintracht zu reden. Ich meine, Samstag Bayern mit Couchkurve, Sonntag Marvin im Rasenfunk, war doch Sonntag, oder? Sonntag, richtig, ja. Mhm. Montag Fußball 2000, gestern Eintracht-Spiel und danach nochmal Fußball 2000. Basti hat zwischendrin noch 93 gemacht. Habt ihr überhaupt noch Kraft, um über die Eintracht zu reden, oder ist schon alles raus? Ich bin sehr, sehr froh, dass die Eintracht gestern nicht verloren hat. Sonst hätte ich heute sagen, wirklich keine Kraft mehr. Ja? Ja. Über das Spiel gestern haben Marvin und ich ja noch nicht so viel geredet. Also. Ja, sehr schön. Dann ist ja noch ein bisschen Energie da. Bevor wir tatsächlich über das Spiel von gestern reden, müssen wir zumindest der Vollständigkeit halber einen Mini-Blick auf dieses Bayern-Spiel werfen. Ich glaube, Basti, von dir hat man ja live mitbekommen, wie es dir im Laufe des Spiels ging. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das Spiel wesentlich spannender tatsächlich durch diese Couchkurven-Aktion von Sky fand. Also wir haben ja immer so ein bisschen gefordert, sie müssen sich was einfallen lassen. Ich fand das tatsächlich eine gute Alternative. Und du hattest es ja auch da schon so schön beschrieben, dass das quasi am Anfang so ein bisschen, zumindest habe ich das so verstanden, so ein bisschen wie, ja, besseres Testspiel und kann man sich mal so nebenbei angucken und alles gut. Bis zu dieser 3-2-Aktion, da war dann kurzzeitig Puls, oder? Ja, das ist ja das Problem gewesen. So, du hast keine Erwartungen gehabt und dann wirst du halt durch den Spielverlauf wieder reingezogen. Also das hat dich emotional reingezogen, um am Ende dann doch mit leeren Händen dazustehen. Also mir wäre es lieber fast wie gewesen, die Bayern hätten 5-0 gewonnen. Dann wäre das so ausgefadet, aber das war kurz halt und schmerzlos. Du hast halt diese Phase gehabt, wo du dann doch dachtest, und ganz ehrlich, das wäre auch drin gewesen, wenn die einfach nicht so trottelig gewesen wäre. Also man muss mal festhalten, die Bayern waren in der Phase auf jeden Fall verwundbar und die Eintracht hätte, natürlich hätte die Eintracht auch verlieren können, aber dann, dass das so passiert, dass du dann diese Hoffnung hast, nur um dann von der Eintracht nochmal eins richtig in die Fresse zu kriegen, weil das war ja quasi ein Eigentor, auch eins, also von Fernandes das Ding, da war ich dann halt doch wieder sauer. Das war halt unnötigerweise. Aber meine Güte, im Nachhinein, die Punkte fehlen, also die Punkte fehlen nicht. Die Punkte fehlen definitiv nicht, wobei man sagen muss, da einen Punkt irgendwie mitzunehmen, wäre wahrscheinlich einfach auch für die Moral am Ende eine geile Nummer gewesen. Ja gut, das ist klar, aber... Ja. Das ist definitiv. Ja, es wär so gewesen, aber ist auch scheißegal, weil wir haben da eigentlich am Samstag schon ein bisschen was gemerkt, was sich ja zum Glück am Ende sogar noch bewahrheitet hat, jetzt beim letzten Spiel, und zwar gestern, und dass die Eintracht nach dem extrem grausigen Spiel gegen Gladbach zumindest erkannt hat, dass es sich lohnt zu kämpfen. Und du hast gegen die Bayern gemerkt, wo du echt hinten lagst und dann wieder zurückgekommen bist. Und du hattest ja auch gute Minuten. Es war ja nicht nur so, dass du jetzt irgendwie zwei glückliche Schüsse hattest, sondern du hattest wirklich viel, viel gute Minuten. Natürlich war die Defensive unfassbar schlimm. Und wenn wir über Fernandes sprechen, der jetzt auch mal rausrotiert ist, was ihm, glaube ich, auch mal nicht schlecht tut, das war jetzt in Ordnung. Aber du siehst halt die Probleme in der Defensive, die haben sich dann halt leider auch gegen Freiburg gezeigt, aber du hast trotzdem gesehen, im Gegensatz zu anderen Mannschaften und zu unserem ersten Auftritt nach der Corona-Pause, wenn man kämpft, kann man doch ein bisschen näher kommen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann würde ich sagen, wir haben es jetzt schon so beide Male so ein bisschen angedeutet, dann lasst uns doch auch direkt über dieses Freiburg-Spiel sprechen, was ja auch viel, viel wichtiger ist. Wir hatten ja von vornherein gesagt, nach Gladbach und Bayern kommen jetzt so die drei Spiele der Wahrheit, wo es um Punkte gehen muss. Das war gestern dann das erste. Hütter hatte im Vorfeld in der Pressekonferenz ja gesagt, dass man auf jeden Fall Punkte mitnehmen will. Wir hatten ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass eigentlich die Eintracht jetzt mal wieder auf so ein bewährtes System zurückgehen müsste, wo sie ein bisschen Sicherheit findet und dass Hasebe wieder zurückkommen sollte. Ich glaube, er hat da sehr genau zugehört, auch bei all dem, was ihr bei Fußball 2000 besprochen habt, weil das war ja dann tatsächlich auch so das System, was man vorrangig da auf dem Spielfeld gesehen hat. Hasebe war wieder in der Innenverteidigung, neben ihm Hinteregger und Ilsanker in der Innenverteidigung. Der Punkt hat mich tatsächlich so ein bisschen verwundert und man ist wieder auf so ein 3-5-2 gegangen und das ging ja eigentlich auch geil los. Also die Eintracht hat ja von Anfang an richtig Gas gegeben und hatte auch, ich weiß gar nicht wie viele, eigentlich aus meiner Sicht 200-prozentige Torchancen da in den ersten 20 Minuten drin lagen, aber so richtig
gewollt, gekonnt war das dann noch nicht. Also es war viel Bemühung, aber wenig Ertrag, würde ich jetzt mal sagen. Naja gut, aber es ist ein Unterschied zwischen gewollt und gekonnt. Also ich meine, gewollt war es auf alle Fälle. Es war halt nicht hundertprozentig gekonnt. Und du hast halt krass gemerkt. Da weiß ich krass nicht. Natürlich war es gewollt, natürlich. Hast du dir angeguckt, wie die angerannt sind? Also die Eintracht, du kannst ja kämpferisch überhaupt keinen Vorwurf machen. Das Problem ist, die waren krass verunsichert. Du hast schon gemerkt, dass die ganz schön die Nerven am Flattern hatten. Ja, und okay, die ersten Dinge, wo du gedacht hast, Alter, schieß doch drauf. Und dann, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, es war tatsächlich Kostic. Dann auch Kostic, der dann nochmal gepasst hat und so weiter und so fort. Wo du denkst, ja, wobei Kostic Bruder, da schon öfters das auch versucht hat. Ich erinnere mich noch an die eine Szene, es muss so 17., 18. Minute gewesen sein, wo Silva in einer einwandfrei freien Position steht, er eigentlich wirklich nur noch den Keeper vor sich hat und anstatt einfach, es war eine zentrale Position, aber einfach mal da drauf zu holzen, spielt er den Ball nach links raus zu Kostic, der in der Schussbahn zwei Abwehrspieler stehen hat. Wo der auch denkt so, Junge, jetzt mach halt einfach mal, schalt den Kopf aus und hau halt einfach mal drauf. Und davon habe ich gestern am Anfang zumindest zu wenig gesehen, aber wahrscheinlich hast du recht, das war nicht das Wollen, sondern es war halt einfach dieser Druck, der einfach da war, jetzt liefern zu müssen, weil die natürlich auch alle die Tabelle lesen können. Ja, aber ich muss sagen, ihr habt ja die Umstände schon angesprochen, unter denen das Spiel stattgefunden hat und auch die Sorge, die man vor dem Spiel hatte. Und Freiburg war auch nicht schlecht drauf in den Spielen davor. Also die waren jetzt nicht so, die scheinen sich mit dieser Situation engagiert zu haben. Ja. Und arrangiert, sorry. Und unter den Umständen war die Anfangsphase eigentlich okay. Weil du nicht das Gefühl hattest, oh Gott, klar sind die nervös, aber die haben probiert, diese Nervosität einfach auszukämpfen, in dem Sinne, dass sie sagen, oh, wir müssen es jetzt probieren. So, also es war so, dass du schon gemerkt hast, ja, die wollen das und ganz ehrlich, mit ein bisschen Glück, was wir eigentlich die ganze Zeit schon von Spiel 1, während Konora gefordert haben, so ein bisschen Glück, dann ist halt das Ding drin. So, das hatten die halt nicht. Und wenn du dann irgendwie die Scheiße am Fuß hast, dann fällt halt dann so ein Gegentor abgefälscht. Das war so klar, dass das so passiert, weil die Eintracht dann, ja, der Eintracht hat dann dieses letzte Prozent Zutrauen gefehlt, in dem Sinn, okay, wir merken, wir sind besser und dann snipern wir die auch jetzt weg. So, also es war nicht dieses Vertrauen da zu wissen, okay, wenn wir so und so vors Tor kommen, werden wir die Chance kriegen und die nutzen wir dann, um dann zu zeigen, okay, wir sind heute die bessere Mannschaft. Du hast halt schon gemerkt, ich glaube, so ein Spiel und die Eintracht ist normal in Form, gewinnt die Eintracht das ganz, ganz locker. Ich glaube tatsächlich, diese Sachen, die dann passiert sind, sind so ein bisschen self-fulfilling prophecy im Sinne von, dass du die Mannschaft genauso wie wir vom Fernseher, wenn das Gegentor dann fällt, denkt, ja, es war ja klar. So, also es war ja klar, jetzt haben wir es probiert und jetzt steht schon wieder 0-1 und auch noch so. Und das war natürlich gut gemacht im Ansatz, aber dann das Tor an sich war ja glücklich. So, also es war nicht so, dass du meinst, dass das 0-1 Tor von Freiburg. Ja. Genau, du kannst ja nicht sagen, okay, das war verdient. So, also. Naja, also der Ball ist natürlich am Ende noch unglücklich von Hasebe abgefälscht, aber ich finde halt vorher schon, dass weder Hasebe noch Ilsanker in dem Moment entscheidend dazwischen gehen und versuchen, diesen Schuss wirklich mit aller Konsequenz abzublocken. Also da merkst du halt auch wieder in der Abwehr so ein Stück weit diese Verunsicherung nach dem Motto, okay, wer geht jetzt hin, wer übernimmt jetzt die Verantwortung? Das hat da aus meiner Sicht die Konsequenz halt auch so ein bisschen gefehlt. Also ja, ist halt am Ende in Summe wahrscheinlich einfach blöd gelaufen. Ja, du hast ja gemerkt, es ist sehr viele. Es ist tatsächlich extrem vieles blöd gelaufen, ja. Auch wenn die Eintracht für mich, und das muss man irgendwo auch festhalten, und ich weiß, es gibt sehr viele berechtigte Unkenrufe, weil wir echt schon gerade ein bisschen am Scheideweg stehen. Aber ich muss halt sagen, wir sind auch Fans und wir sind hauptsächlich Fans und wir müssen dieses Spiel auch kommentieren, wie wir es sehen. Und emotional war das ein wilder Ritt. Das war ein wilder Ritt, den ich nur schwer auch in Worte packen kann und wo ich auch mir abschließend noch nicht meine Urteile gebildet habe, weil auf der einen Seite siehst du eine Mannschaft, die am Anfang komplett verunsichert war. Und du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zumindest im Abschluss. Aber an sich, sie probieren viel. Sie sind endlich mal wieder offensiv aktiv. Und dann bekommst du das Gegentor und denkst, Alter, was zur Hölle. Grifo. Na gut, aber dann trotzdem weiter Gas gegeben. Silva, 35. Minute. Auch gut, dass er sich mal wieder belohnt. Und dann siehst du spätestens ab der zweiten Halbzeit ein konsequentes Anlaufen der Frankfurter Eintracht, ein Anrennen. Torchance um Torchance. Insgesamt 34 Torchancen, Tormöglichkeiten, Torabschlüsse, mehr oder weniger. Ja. So, du siehst einen deutlichen Aufwärtstrend. Und dann kriegst du das Unvermeidliche, wie es halt ist bei der Frankfurter Eintracht, typisch Eintracht Frankfurt, du bist die ganze Zeit im Zug, machst das Ding nicht und dann fällt der Gegentreffer. Und dann fällt sogar noch einer. Da habe ich dann tatsächlich zwischenzeitlich schon gedacht, okay, was soll ich denn machen? Ey, das ist halt jetzt hier gerade Abstieg, oder?
Ja, da, ich hatte den Tweet von wegen, das war's, wir steigen ab. Ich hatte ihn schon geschrieben und habe ihn dann aber nicht abgesendet, sondern wieder gelöscht, weil ich gedacht habe, das ist vielleicht dann doch noch ein bisschen zu hart ins Gericht gehen mit der Mannschaft. Aber ja, ich meine, das Gefühl hatte ich in dem Moment. Dass Petersen ein Tor macht, war irgendwie klar. Das hätte man auch irgendwie vorher sehen können. Und dass dann dieses 3-1 da irgendwie unglücklich reingestolpert, gedingst wird, das war halt einfach selten dämlich. Ja, aber es geht ja gar nicht um die Mannschaft. Und das ist ja genau der Punkt. Ja. Als ich dieses Gefühl mit dem 1-3 hatte, da ging es mir überhaupt gar nicht um die Mannschaft, weil die Mannschaft ja alles gemacht hat in dem Moment. Selbst bis zu dem 1-3 habe ich ja gesagt, alles klar, du hast hier extrem viel gegeben, extrem viel angeboten, die beste Saisonleistung seit langer Zeit. Ja. Und dann liegst du aber mit 2 Toren zurück. Das ist für mich dann so, so spielt dann eine Mannschaft, die dann absteigt. Aber dann ist es halt nicht so, weil du kommst noch zurück, 2-3, da war ich sehr verhalten. Und dann eskalieren die, weil halt auch jemand, der personifizierte Wille ist, wie Chandler, macht dann das 3-3. Und dann deswegen, ich tue mir immer noch schwer, aber ich würde es eher auf die positive Seite verbuchen. Oder Basti, siehst du das anders? Nee, ich finde genau das, was du sagst. Wir haben ja tatsächlich mit Phil jemanden bei Fußball 2000, der da komplett auf der negativen Seite ist, auch während des Spiels noch so. Also und ich tatsächlich habe ich ja auch bei Fußball 2000 schon gesagt, so ein bisschen fühle ich mich auf seine Seite hinzugezogen. Und wenn ich jetzt beide Seiten betrachte, also sagen wir mal wirklich, es gibt natürlich nicht nur schwarz und weiß, weil ich würde mein Gefühl eher als grau bezeichnen. Aber du kannst halt für jede Seite valide Argumente finden. Du kannst sagen, okay, wenn selbst so eine Leistung nicht reicht, um zu gewinnen, dann wird es eng so, weil die kannst du vielleicht auch nicht jede Woche abrufen. Allerdings, was du auch gesagt hast, du kannst natürlich sagen, ganz ehrlich, diese Mannschaft ist alles andere als tot, diese Mannschaft spielt alles andere als gegen den Trainer. Die Gerüchte gab es ja auch, safe nicht. Also so eine Mannschaft, die, ganz ehrlich, und die Mannschaft hat mir so leid getan, muss ich sagen. Die waren verunsichert, die liegen zurück, die erholen sich davon. Die sind klar besser, die müssen 3-1 führen, locker, nicht mal übertrieben, locker müssen die mindestens 3-1 führen, was die Chancen betrifft. Ich glaube, die Expected Goals Statistik danach war auch 4,7 zu 0,7. Also ja. Normalerweise geht dieses Spiel 4-5-0 aus. Und das hätte die Eintracht auch verdient gehabt, da hätte Freiburg sich gar nicht beschweren können. Und dann liegst du plötzlich 3-1 hinten. Und das war eine Standardsituation. Klar ist sie schlecht verteidigt, aber das ist nicht so, dass du denkst, okay, hier stimmt was in der Systematik nicht, sondern die Eintracht war besser an diesem Tag. Und die Mannschaft hat mir extrem leid getan, dass das nicht belohnt wurde. Ja. Und ich glaube, dieses 3-3, was Marvin gesagt hat, und auch dieses Gefühl, was ich dann hatte, dieses Ja, Mann, und dieses, du hast wieder mal rumgebrüllt, so, du bist wirklich tatsächlich in die Saison reingekommen dadurch, weil du dreimal bei diesen Toren wirklich gejubelt hast, so. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft das gemacht hat und gemerkt hat, und deswegen würde ich tatsächlich auch, bin ich da, was das betrifft, Team Marvin, das Pendel schlägt bei mir eher in die Positivität aus, wenn ich dieses Spiel betrachte. Natürlich reicht es noch nicht aus, um sich eine Meinung zu bilden, weil dafür war es auch zu wild. So, also das war zu wild zu sagen, okay, was heißt das jetzt für Wolfsburg, was heißt das für das Bremen-Spiel? Ich glaube tatsächlich, dass das haben wir, glaube ich, auch die ganzen Wochen schon gesagt, dass nach dem Bremen-Spiel tatsächlich die Zeit ist zu sagen, okay, es sind 5 Spiele, da waren schwere Gegner dabei, da war das passiert. Aber in 5 Spielen kannst du, glaube ich, schon ableiten zu sagen, okay, in die Richtung schlägt das Pendel aus. Und noch bin ich habe noch in mir drin, die schaffen das irgendwie, wenn diese Mannschaft so lebt und da passiert jetzt nichts mehr Dramatisches, werden die sich die Punkte irgendwie erspielen. Aber natürlich weiß ich auch und habe mit einem linken Auge, gucke ich noch auf die linke Seite, die ein bisschen dunkler aussieht, wo ich denke, okay, ganz ehrlich, die Spannung und diese Power, die die Eintracht in diesem Spiel hatte, die muss halt auch konstant gehalten werden. Das kann nicht sein, dass wir, weil das haben wir ja nämlich in der Hinrunde auch erlebt, so. Erinnert dich mal, wie viele Gespräche wir nach Spielen hatten, so, geil, das war ein Spiel, die Eintracht, pam, pam. Nur um eine Woche später komplett anders zu spielen und du guckst dir an und denkst, was ist das? Also die Eintracht hat ja in dieser Saison wirklich eine ganz, ganz hohe Varianz in ihren Leistungen auch. Deswegen ist diese komplette Angst noch nicht weg, aber wenn die Eintracht in Wolfsburg genauso oft wie gegen Freiburg, dann ist da zumindest vielleicht ein Punkt drin, ich weiß es nicht. Und dann hast du halt dieses Knackerspiel gegen Bremen, von dem ich persönlich gefühlt schon seit Wochen rede irgendwie. Und dann kann man wirklich bewerten, okay Leute, das und das muss vielleicht noch gemacht werden oder in die Richtung geht's. Ja, ich finde auch, wenn man sich jetzt alle 3 von diesen Corona-Geisterspieldingern anguckt, siehst du halt schon irgendwie, also ich rede mir ein, dass ich eine klare Leistungssteigerung von Spiel zu Spiel sehe. Und ich finde, das ist auch tatsächlich das, worauf die Mannschaft jetzt aufsetzen sollte. Man ist jetzt wieder in Richtung von einem System gegangen, wo man Sicherheit hat. Man schafft es mit der Kraft, Offensivbemühungen zu haben. Man kann auch, finde ich, ganz klar sehen, dass wir, egal,
oder trotz dessen, dass wir wenige Stürmer auf der Bank haben, auch ganz klar mit zwei Stürmern spielen müssen, weil dieses Einstürmersystem funktioniert einfach nicht bei uns. Ja, aber ich finde schon auch, ich würde es auch tendenziell eher positiv sehen, dass wir noch die Möglichkeit haben, es mit eigener Kraft zu schaffen und auch die Fähigkeiten und die nötigen Qualitäten dafür im Kader haben, wenn wir denn den Arsch hochkriegen, wie gegen Freiburg. Ja, du, ja, das ist richtig, klar. Freiburg, ja, wie gegen Freiburg, meinst du, weil das war ja gestern. Habe ich ja gesagt, wie aber gegen Freiburg. Achso, wie gegen Freiburg. Aber du hast vollkommen recht. Das ist natürlich eine deutliche Weiterentwicklung gewesen. René, bin ich vollkommen bei dir. Ja, das, du hast einen Aufwärtstrend gesehen. Gleichzeitig musst du zwei Dinge tun. Du musst auf der einen Seite die Spannung genauso hochhalten wie gestern. Wenn du dieses Niveau musst du jetzt dauerhaft abrufen. Und natürlich, ja, auch wenn du jetzt jeder sagt, okay, gegen Wolfsburg wirst du wahrscheinlich nichts holen. Versuch's. Das, diese scheiß Geisterspiele, die haben, glaube ich, irgendwie auch ihre eigenen Gesetze. Die Ergebnisse können extrem hoch sein mittlerweile. Du kommst in eine andere Dynamik, weil du eh schwieriger und anders in diese Spiele kommst. Und wer weiß, ich glaube, dass wir mehr merkwürdige Ergebnisse sehen, von die wir gar nicht so gedacht hätten. Und wenn die Eintracht am Wochenende einen guten Start hat und sie muss endlich mal eine Führung erzielen. Die Eintracht ist jetzt seit dieser Corona-Zeit immer einem Rückstand hinterhergelaufen. Die muss mal das Heft des Handelns anfangen, progressiv in die Hand nehmen. Und wenn wir dann erstmal eine Führung generieren, dann ist auch gegen Wolfsburg was möglich. Und selbst wenn nicht, trotzdem muss die Leistung stimmen. Und dann muss ganz klar eines noch sein, du musst in der Abwehr wirklich mehr Konstanz reinbekommen. Ich glaube, Hasebe war der erste Schritt. Ja. Und defensiv musst du vielleicht noch den einen oder anderen Wechsel vornehmen. Ich finde, Touré spielt leider, ich mag den ja sehr, momentan nicht auf seiner nicht. Prime. Das kann man nachvollziehen. Alles in Ordnung. Ilsanker muss jetzt leider auch mal raus. Der muss ja so oder so raus. Der hat ja die fünfte gelbe Karte gesehen. Das heißt, der kriegt ja die Zwangspause. Das Problem haben wir nicht. Und Touré bin ich auch vollkommen bei dir. Ich mag ihn sehr, aber das gestern hat mich wahnsinnig aufgeregt. Also ich will bitte nie wieder Flanken von Touré sehen. Ja, wir wollen ja, weißt du, die Sache ist die, es geht ja hier nicht um Einzelspielerbewertungen, dies, das. Es geht nur darum, dass momentan eins über allem steht. Und das ist der mannschaftliche und Vereinserfolg. Und deswegen, da muss auch dann ins Einzelinteresse mal zurückstehen. Wenn ich halt merke, dass Touré momentan nicht so gut drauf ist, muss ich eine andere Option wählen. Ich sehe beispielsweise einen Spieler, der wesentlich limitierter ist, der jetzt aber auch für jemand anderen reinkam, aber der halt seine Leistung gebracht hat und der mal wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und wenn ich mir angucke, wie Chandler dann einfach diesen absoluten Willen hat, dann muss ich schon sagen, da habe ich echt Respekt vor. Das ist schon, also er kam ja sogar für Touré. Diese Geilheit, die brauchen wir jetzt einfach. Ja, was du sagst, also das ist das Einzige. Wir können jetzt nicht mit spielerischer Qualität glänzen. Es geht jetzt einfach nur noch darum, die Punkte zu holen, die Tore zu machen. Und da brauchst du Leute, die halt einfach einen absoluten Siegeswillen in dem Moment auf den Platz bringen. Und da wäre Chandler für mich tatsächlich jetzt derjenige, der mit dem größten persönlichen Gewinn aus diesem Spiel rausgeht. Finde ich auch. Und ich finde tatsächlich auch, ich glaube, Weiler hat das bei Fußball 2000 auch mal gemeint, der ist tatsächlich, was Marvin gesagt hat, auch wichtig mit diesem Willen. Also dieses, du siehst ihm im Gesicht an und auch wie er dann gejubelt hat. Das ist halt trotzdem ein Unterschied zu Touré. Und ich glaube tatsächlich auch, dass diese Fünferkettenposition in Rechtsverteidiger oder rechter Mittelfeldspieler, das ist dann fast, dass das Chandler auch mehr liegt. Ich glaube, Touré ist tatsächlich der perfekte Rechtsverteidiger, wenn du eine Viererkette spielst. Das ist jetzt nicht mehr so. Sehe ich auch so, aber das sind trotzdem Kleinigkeiten. Es geht trotzdem mehr darum, Systematik, klar, gibt das denen mehr Sicherheit, aber im Endeffekt kommt es darauf an, dass die Eintracht auf Temperatur ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich glaube, das, was Rode gesagt hat, was man ein bisschen angezweifelt hat, sozusagen ab Dienstag gilt es, das hat die Mannschaft erfüllt. Und viele, viele, viele Kritiker hatten ja auch Angst, dass das nicht mehr der Fall ist. So, ja, die spielen gegen den Trainer, die Mannschaft ist verunsichert, das sind alles Gurken. Ein bisschen hat die Eintracht halt auch da das Gegenteil bewiesen. Klar ist das nur ein 3-3, klar reicht das von der Punktausbeute nicht. Aber ich finde die Leistung und die Einstellung, was mir persönlich am wichtigsten war, die hat komplett gestimmt. Und ich habe sogar im Heimspiel vor dem Spiel gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn die Eintracht ein gutes Spiel macht und es geht unentschieden aus, ist es auch okay. Hat sich in dem Moment nicht so angefühlt, weil du natürlich damit haderst, wenn du 34 Torschüsse hast. Aber so mittlerweile verfestigt sich bei mir die Meinung, das war okay. Das war gegen Freiburg, die haben gegen Leipzig auch unentschieden gespielt, jetzt haben wir gegen die unentschieden gespielt. Und ich sehe es auch so, ich sehe tatsächlich Wolfsburg in dieser verrückten, klar haben die jetzt irgendwie vier Dinger gegen Leverkusen gemacht, meine Güte, aber wie Marvin sagt, da sind so viele verrückte Ergebnisse auch dabei, wo dann plötzlich 2-0 bei Köln wird zum 2-2 gemacht.
Du hast mittlerweile so viele Freak-Spiele, warum soll die Eintracht nicht auch eins haben? Warum soll die Eintracht nicht in Wolfsburg einfach gewinnen? Wieso nicht? Also, ich sehe es auch nicht und das, selbst wenn nicht, das ist halt nicht mehr so ein Du-musst-jetzt-Spiel, sondern das kommt dann gegen Bremen, aber ich denke auch, dass wir hier, und das machen wir ja auch hier beim Eintracht-Podcast am besten eigentlich, immer positiv bleiben. Was sollen wir auch machen? So, also sollen wir uns jetzt hier auf den Boden werfen und heulen? Nee, du musst die positiven Sachen rausziehen, das muss die Mannschaft auch machen, weil alles andere hilft dir nicht. Und wenn die Phase so ist, und ich glaube auch, dass man uns das nicht vorwerfen kann, dass wir uns dann nicht beschweren würden, wenn wir alle das Gefühl hätten, da ist ein Trainer, der macht Scheiße, da ist eine Mannschaft, die hat keinen Bock mehr, dann sind wir die allerersten. Wahrscheinlich, weil wir auch dann doppelt so viele Zuhörer wieder haben wie damals, die sich beschweren. Also ich glaube nicht, dass man hier uns den Vorwurf machen kann, dass wir dabei sind, das ist immer schön zu reden. Nein, aber zumindest die positive Tendenz sollte bei uns bleiben. Die ist bei mir auch da. Schade, dass Dennis nicht da ist. Der würde das noch mehr befeuern, weil er sich auch gerne in diese Euphorie reinredet. Und aber was anderes war, was soll das? Also wir können ja dann, wenn es soweit ist, immer noch sagen. Aber ich finde tatsächlich nicht, dass dieses Spiel genug Argumente gegen Hütter, gegen die Eintracht und gegen die Mannschaft gegeben hat. Sondern natürlich sind da Sachen, die stimmen noch nicht. Wir haben ja die Abwehr völlig zu Recht angesprochen. Aber ansonsten will ich einfach mir ein bisschen positiv einreden, dass man darauf aufbauen kann. Und du musst halt, wenn du sagst, darauf aufbauen kann, musst du als diesem Kann halt auch ein Machen machen. So, also. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und du hast vorhin noch was angesprochen, Basti. Du bist dadurch, ich weiß nicht, wie es euch am Fernseher ging, aber ich glaube, ich spreche trotzdem mal in dieser Du-Form, du bist dadurch irgendwie jetzt in die Saison gekommen. Weil das war egal, ohne Fans, ist richtig beschissen, es nervt, du kommst natürlich immer schwer rein. Aber trotzdem warst du aufgrund der Leistung der Mannschaft irgendwie doch angezündet. Und war es sonst eher so, dass du, naja, mal hier und da mal reingeschaut hast, war das doch jetzt ein Spiel, wo du nicht mehr konntest, außer dich dahinzusetzen und diese Dynamik auch mitzuerleben. Weil die Mannschaft hat echt alles reingeworfen in dieses Spiel. Und das hat mich angezündet. Und ich bin jetzt in diese scheiß Geistermistkacke angekommen, ja, und jetzt will ich das, dass wir das jetzt gemeinsam rumbringen und dann sehen, dass wir den Sommer komplett neu aufbauen, ja, aber wir müssen das jetzt gemeinsam rumbekommen und deswegen will ich eher gerade das Positive sehen. Ich bin jetzt drin und ich hoffe, die Eintracht kann jetzt dauerhaft genauso drin bleiben, um dieses Leistungsniveau oben zu halten, weil dann ist was möglich. Und wir haben ja auch positive Leute gesehen, wie gesagt, mir hat Silva sehr, sehr gut gefallen, der sehr umtriebig war, der sehr viel probiert hat. Gacinovic kam rein, war auch gut. Selbst ein Chor, den ich sehr, sehr oft und vollkommen zu Recht kritisiere. Ja, nein, selbst der hatte gute Momente, stimmt schon. Ja, und lasst uns doch einfach mal, wir müssen uns daran festhalten. Natürlich kommt am Montag wieder jemand, der uns den Arsch dann einreißt, wenn wir 1-4 gegen Wolfsburg verloren haben. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch erstmal so, dass wir mit ein bisschen Positivität vielleicht darauf hinwirken müssen, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt. Ja, da muss man halt da wirklich gucken, wie hoch das Ding gegen Wolfsburg dann tatsächlich ausfällt. Das wäre tatsächlich auch unser nächster Punkt, den wir hier besprechen wollen. Es sei denn, ihr habt noch etwas zu Freiburg, was ihr dort besprechen möchtet. Dann lasst uns doch mal nach vorne gucken. Und weil gerade eben die Fragen im Chat kommen. Das schwere Atmen hat nichts damit zu tun, dass Basti total angeschlagen ist, sondern einfach nur, dass er über das Handy hier mit uns spricht und das alles ein bisschen schwierig heute ist mit dieser Technik. Ja, nächstes Spiel ist Wolfsburg am kommenden Samstag. Diesmal 15:30 Spiel, wenn ich mir das richtig notiert habe. Ob Heim- oder Auswärtsspiel, ist ja quasi mehr oder weniger egal. Ja, Wolfsburg am Wochenende, oder was heißt am Wochenende? Gestern, ist ja noch gar nicht so lange her, gespielt gegen Leverkusen und hat die relativ deutlich mit 4:1 da niedergerungen. Und wie Marvin schon zu Recht sagte, so richtig viel ablesen, finde ich, kann man aus diesen Ergebnissen nicht, weil da ist halt relativ viel komisches Zeug irgendwie dazwischen. Aber eine einfache Aufgabe wird es nicht, aber eine komplett unmögliche eigentlich auch nicht, oder? Nö, das ist so ein 65-35 Spiel, würde ich es mal sagen. Also so, klar ist Wolfsburg wahrscheinlich der Favorit, und wenn man das überhaupt in diesen Zeiten sagen kann. Die scheinen besser drauf zu sein, die haben mit Sicherheit das bessere Ergebnis, weil die eine Mannschaft, die eigentlich auch sehr, sehr brilliert hat in den Spielen zuvor, jetzt irgendwie den Zahn gezogen hat, aber ich weiß nicht, ob das genug Stichproben sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Eintracht da 4-0 gewinnt. So, also du kannst es nicht berechnen. Also das ist nicht so, dass du eine seriöse Spielanalyse jetzt machen kannst, weil du hast das Gefühl, das ist fast eine neue Sportart und da sind erst 2 Spieltage gewesen in dieser Sportart. So, also du weißt nicht ganz genau, was passiert.
da. Also das ist so, bei Wolfsburg kann ich mir halt auch vorstellen, dass die denken, ach geil, und dass die jetzt wieder ein bisschen einschlafen. So, also man weiß es nicht. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, würde aber natürlich sagen, von vorne weg ist es kein Spiel, was du gewinnen musst. Und das ist eigentlich ein Vorteil in der Situation, weil du dann vielleicht diese Unsicherheit, die wir gegen Freiburg gesehen haben, die müsste jetzt eigentlich nicht da sein, sondern fahr halt hin, guck, was passiert, du hast wenigstens einen Punkt geholt, du hast 3 Tore geschossen. Du kannst auf jeden Fall, so die Brust kann schon ein bisschen breiter sein und vielleicht ist sie ja breit genug, um da einen Punkt zu holen. Meine Güte, ich glaube nicht, dass sich jemand von uns beschwert, wenn wir jetzt wieder unentschieden spielen. Ja. Ja, definitiv. Nee, auf gar keinen Fall. Also wenn du gegen Wolfsburg hier mit einem Punkt rausgehst, selbst wenn wir 1-3 führen und dann nur 3-3, also vielleicht Turnaround, ja, der wird trotzdem niemand sauer sein, weil Wolfsburg, wie gesagt, ist eine gute Mannschaft. Die haben sich im Windschatten in Anbetracht meines Desinteresses haben die sich auf Platz 6 gespielt. Das muss man sagen, ist eine beachtliche Leistung. Natürlich auch mit extrem guten Spielern. Wir reden hier über Leute wie Steffen, der 2 Vornamen hat, wie Dennis Philipp. Es ist der Renato Steffen. Ja, schöne Grüße. Ja. Ja, sehr suspekt, diese Menschen mit 2 Vornamen. Nein, Spaß. Wir haben Leute, Maxi Arnold ist ein geiler Fußballer, muss man sagen. Du hast beispielsweise auch Weghorst, den hätte ich so gern bei der Eintracht sehen, weil das echt ein ganz guter Killerstürmer ist. Also da ist extrem viel Qualität, auch in der Innenverteidigung. Aber es ist immer noch die Möglichkeit, und Wolfsburg habe ich tatsächlich schon das Gefühl, auch wenn wahrscheinlich jetzt die ganz harte Realität der Statistik mir nicht zuspricht, habe ich das Gefühl, dass wir schon öfter mal gegen Wolfsburg auch gar nicht so verkehrt aussahen und gerade in wichtigeren Spielen. Ich erinnere an diese Partie, wo wir uns eigentlich nur zum 2-2 geschrien haben, dass wir dann noch europäisch uns qualifiziert haben am allerletzten Spieltag zu Hause. Also das kann manchmal eine gewisse Dynamik ergeben, wie gesagt, leider ohne Fans so als treibender Motor. Aber es ist eine gute Mannschaft, die extrem viel Qualität auf den Platz bringt. Aber wenn wir einigermaßen unsere Offensivqualität wieder so zeigen können, mit mehr Kompaktheit, dann ist auch da noch nicht alles verloren. Ich enttäusche dich ungern, aber von 35 Spielen, die wir gegen Wolfsburg gespielt haben, gingen 18 davon an Wolfsburg und nur 6 an die Eintracht. Ah gut, aber Statistik ist, was du draus machst, meine ich. Das ist korrekt. Ja, ja. Und Gewinn ist Magie durch Wollen. So. Also Sendungstitel incoming. Ja, also ich glaube, wir sind hier uns relativ einig. Nein, ist natürlich eine schwierige Sache. Die spielen guten Fußball, ja. Die spielen relativ erfolgreichen Fußball, aber trotzdem, das ist momentan eine Sondersituation. Ja, und diese scheiß Corona-Kacke, ja, diese ohne Fans, natürlich sind die klinischen Arbeiter des VfL Wolfsburg das gewohnt, ohne Fans zu spielen. Natürlich fühlen die sich da wohl, ja. Aber die Eintracht hat auch gezeigt, dass man durch diesen Kampf wieder zurückfinden kann. Ich glaube, die haben auch Bock. Und ich glaube, die einzelnen Rückmeldungen der Spieler jetzt, auch gerade nach dem Ding gestern, das ist so ein bisschen, wir haben uns jetzt in die Saison reingewichst, glaube ich. Ich glaube, das ist jetzt so. Und man sieht ja auch so ein bisschen ein paar Abwehrbewegungen, beispielsweise das Ilsanker, der gegen ein paar Fans gestruggelt hat, weil, nachdem die ihn persönlich angemacht haben, weil ich eine richtig Danebenaktion finde. Du kannst immer sagen, dass Leute scheiße gespielt haben, vollkommen okay, aber dass du dir da persönlich irgendwie anfackst, muss auch nicht sein. Auch hier Bullying muss echt mal runtergefahren werden, Leute. Kannst du da kurz 2 Sätze zu sagen, weil ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, was da war. Ja, Fakt ist, er hat uns objektiv nicht das beste Spiel gemacht und das ist passiert und ist trotzdem aber ein guter Kerl. Ja. Und es kann ja auch sein, dass er ein Schleißspiel gemacht hat, was okay, aber dann gibt es halt Leute, die ihm eine persönliche Nachricht schicken und ihm dann irgendwie, was weiß ich, den Tod wünschen oder sonst, dass er kein Spiel mehr für die anderen machen soll. Leute, es geht halt einfach nicht. Das ist einfach Kacke. Wer kommt denn auf solche bescheuerten Ideen? Das kommt halt, ich finde es insofern auch absurd, weil dann schreiben ihm die Leute noch. Ich meine, dass der Horst zum Kallerheinz in der Bierdurst, das sagt, das ist nochmal was anderes. Aber Leute dann anschreiben, ist halt nochmal eine Nummer drüber tatsächlich. Ja. Aber auch da ist ja, das wollte ich nur sagen, hat er ja so einen Mechanismus entwickelt, dass er gesagt hat, nee, wisst ihr was, Fans sind trotzdem geil, aber das war eine scheiß Aktion und so. Auch er hat sich gewehrt. Und dieses Wehren müssen wir jetzt auch transportieren. Das wollte ich nur sagen. Okay. Ja, verstanden. Okay, ja, also ich glaube, einstellungstechnisch kann man da
schon sagen, haben wir uns extrem, wie du schon sagst, in diese Sau jetzt irgendwie reingekämpft und sind da auch hoch motiviert. Und ich glaube, das ist auch das, was wir ins Feld führen müssen gegen Wolfsburg, weil spielerisch würde ich halt schon so ein bisschen sagen, laufen die uns da leicht den Rang ab, aber wenn wir da einfach wesentlich mehr wollen, dann ist da schon einiges drin. Ja. Ja, Wolfsburg ist halt, wie gesagt, auch eine Wundertüte in der Saison, aber bei deren Leistung und bei den extrem guten Leistungen waren aber auch immer wieder Dellen dabei. Und vielleicht erwischen wir eine Delle in Anbetracht der Tatsache, dass ich wirklich Respekt davor habe, wie sie die Saison spielen. Aber wie gesagt, es hat alles so sein eigenes Gesetz und ich hoffe halt darauf. Das ist natürlich, hört sich jetzt alles so ein bisschen wie Durchhalteparolen an. Aber es ist es nicht nur. Wir kommen jetzt gerade in den sensitiven Bereich der Saison und da ist es halt auch mehr als einfach nur das Spiel, weißt du? Ja, nee, aber Marvin, ganz ehrlich, du hast ja fast eben schon wieder eine Rechtfertigung im Sinne der Kritiker gesagt, ja, wir müssen, ganz ehrlich, was ist denn die Alternative dazu? Sollst du jetzt nach Wolfsburg fahren und sagen, nee, ist alles scheiße oder was? Also ja, ganz ehrlich, so, genau. Also meine Güte, du kannst danach immer noch gucken und analysieren, was da falsch gelaufen ist. Aber sollen wir jetzt nach Wolfsburg fahren und sagen, alles scheiße, die Eintracht zeigt ab, bla bla. Klar kann das passieren, Leute, aber bringt's was? Weiß ich nicht. Bringt's was, sich jetzt schon darüber aufzuregen, wenn es noch nicht passiert ist? Das muss ich mir auch selber ein bisschen abtrainieren. So, meine Güte, dann kann man sich immer noch darüber aufregen und gucken, wenn man eine langfristige Entwicklung sieht, zu sagen, nee, das geht nicht mehr. Und ganz ehrlich, ich wäre auch dabei gewesen, als Freiburg 3-1 geführt hat. Haben Marvin und ich auch kurz geschrieben, haben gesagt, ganz ehrlich, das fühlt sich nicht gut an und das ist so. Nee. Ich war auch kurz davor zu sagen, ganz ehrlich, natürlich ist das auch aus der Emotion heraus, wenn dieses Tor fällt, bist sauer. Und dann habe ich auch ganz gut zu überlegen, kann sein, dass die Hütter jetzt rausschmeißen müssen, aber nicht, weil Hütter Scheiße baut, sondern weil er jetzt halt Pech gehabt hat. Der hat mir richtig leid getan. So, es scheint die Mannschaft irgendwie hingekommen zu haben und dann hast du halt Pech. War abgefälschtes Tor, Standardsituation und ein Konter so. Und natürlich hat man diesen Impuls zu sagen, ah, vielleicht muss der Trainer jetzt gehen, nicht weil er irgendwie scheiße ist, sondern weil es halt unglücklich ist und du diesen Impuls brauchst. Ich bin froh, dass das nicht so ist. Und warum soll ich jetzt vor dem Wolfsburg-Spiel schon sagen, nee, es ist immer noch alles scheiße. Natürlich ist nicht alles gut, aber ich sehe das nicht mehr einzudenken, ganz ehrlich, das schwarz zu malen, wenn ich das danach immer noch machen kann, beziehungsweise auch noch ein paar Spiele abwarten kann. Weil trotzdem, wie Marvin es gesagt hat, das ist trotzdem nur Wolfsburg. Das ist nicht Dortmund, Bayern. Also die stehen auch, die geben immer viel Geld aus, die stehen aber auch nicht umsonst immer nicht ganz oben. Also ja, das stimmt schon. Das hat trotzdem so, die haben auch dieses, die schlafen dann auch in ihrer Daseinsweise, wie die halt sind, so schlafen die auch manchmal ein. Also das ist tatsächlich so. In Wolfsburg ist, glaube ich, nicht immer Druck auf den Kessel. Klar, weil es auch nicht so viel Interesse da gibt, aber die haben trotzdem so Tendenzen, du kannst da irgendwie mal, weiß ich nicht, zumindest einen Punkt holen, da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube tatsächlich, wenn du da einen Punkt jetzt auch noch holst, also zwei Spiele nicht verloren, du hast vielleicht ein Tor geschossen, wenn es nicht unbedingt 0-0 ausgeht. Ganz ehrlich, weil dann kannst du nämlich mit halb offener Hose nach Bremen fahren und sagen, so Leute, ihr habt jetzt auch wieder nicht gewonnen und bla bla, wir sind immer noch 7-8 Punkte. Wir müssen jetzt hier nicht gewinnen. Dann ist es genau die umgekehrte Situation. Dann können die so auftreten wie Freiburg bei uns. Freiburg hat es ja auch angesehen. So, ja gut, meine Güte, macht ihr mal. Wir gucken, dass wir Nadelstiche setzen, dann können wir es halt umdrehen, außer dass wir da nicht das Rad beikassieren, sondern es 5-1 machen. Ja, so, also. Geil, die andere gewinnt 5-1 in Bremen, Alter. Dann mache ich meine Hose aber auch auf, Alter. Ja, auf jeden Fall. Wenn die Eintracht 5-1 in Bremen gewinnt, dann hast du deine Hose schon lange weg. Ja, bin ich mir Alter. Ziemlich sicher. Dann schreibe ich mir Florian Kohfeldt auf den Arsch. So. Aber ganz ehrlich, wir brauchen diese positive Stimmung auch. Ja? Ja. Das ist auch das, was uns jetzt irgendwie auch durch die Saison treibt. Und ich glaube, wie gesagt, negativ, hey, wenn wir jetzt 2x05-1 auf den Sack bekommen, dann ist es doch klar, dass dann der nächste Eintracht-Podcast nicht mehr so ist, dass wir, ja gut, okay, dann machen wir halt das nächste. So wird es da nicht laufen. Wir sind auch Opfer unserer Emotionen, aber das Wichtige ist, dass wir die haben, dass wir die jetzt auch irgendwie jetzt mal wieder was Positives kultivieren können. Und ich glaube, auch die Mannschaft fällt besser damit, wenn sie dieses Positive sieht. Weil, wie gesagt, ich kann nicht anders als das, was ich jetzt gegen Freiburg gesehen habe, hat mir viel Anlass zum Denken gegeben, aber es hat mir auch positive Ansätze gegeben. Und die positiven versuche ich jetzt darin zu kultivieren, in dem, was ich gerade sage. Und ich hoffe, dass das irgendwie was mit sich trägt. Ja. Das tut es. Was seht ihr denn für eine Aufstellung gegen Wolfsburg? Das ist eine wichtige und spannende Frage tatsächlich. Ich würde
versuchen relativ wenig eigentlich zu wechseln. Insofern, also na, klar, Trapp ist klar, Hinteregger ist klar, kann ja zum Glück wieder, ist ja wieder fit gemeldet. Hasebe dürfte klar sein. Ilsanger geht raus. Dafür würde ich, tja, ist schon schwierig. Was würde ich? Ein Dicker. Ja, ein Dicker wahrscheinlich, ne? Ja, es sind halt zwei Linksfüße, das mag, glaube ich, hört er nicht so gerne, aber. Ja, gut, aber was hat er denn an Alternativen? Abraham ist angeschlagen. Touré hatte jetzt auch nicht so sein geilstes Spiel und dann hört es halt auch schon wieder auf, ne? Ja. Also du hast ja keine wirklichen Alternativen, die du dann stellen könntest, außer einem Dicker an der Stelle. Ja. Ihr wärt aber auch tendenziell eher für eine Dreierkette, oder? Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich war Fan von diesem Experiment, weil ich mir halt erhofft habe, dass wir das dann ab nächste Saison richtig geil spielen können mit einer oder anderen Verstärkung. Ist keine Zeit für Experimente, Leute. Der Papa muss da hinten rein und dann, das muss so sein, leider. Es ist zwar wahrscheinlich jetzt, sprich nicht für Flexibilität, nicht für Variabilität, was die Taktik betrifft, was wir uns ja eigentlich gewünscht haben, so, dass er noch zwei, drei Systeme drin hat, ist jetzt leider nicht so. Also ganz ehrlich, alleine, dass da dadurch auch zwei Stürmer vorne landen und du einen Zehner hast, das hat mir so viel besser gefallen in der Statik auch. Ich sehe da keinen Grund, warum sollte das jetzt geändert werden. Also die Eintracht scheint so stabiler zu sein die letzten Jahre. Diesen Schritt konntest du jetzt aus gewissen Gründen nicht machen. Auch ein paar Umstände, für die du nichts kannst. So Verletzungen, Formschwäche, Saison irgendwie, negative Eigendynamik. Ganz ehrlich, du musst es halt jetzt, das ist halt wie so ein Fallschirm. Du musst es jetzt so durchziehen und ich glaube tatsächlich, dass die Mannschaft sich da scheinbar wohler fühlt. Und du hast noch die Spieler dafür. Hasebe ist noch fit scheinbar. Der kann das gut organisieren, dann hast du zwei Innenverteidiger, hast diese auf den Außen, die da alleine sind, vielleicht ein bisschen mehr Platz vor sich haben. Kostic hat es schon bewiesen, für rechts musst du vielleicht Chandler dann mal reinbringen, statt Touré jetzt. Dann sehe ich da kein Problem und Gacinovic könnte für Kamada reinkommen und dann, das sind die zwei Änderungen, die ich machen würde, ansonsten würde ich es genauso lassen. Dann halt nochmal fest, du würdest Gacinovic für Kamada bringen, ja? Und Chandler für Touré. Und halt Indika Bilsanker zwangsweise. Klar. Ja, würde ich tatsächlich auf jeden Fall mitgehen. Defensiven Mittelfeldspieler werden auf der einen Seite Rode, der ja jetzt gegen Freiburg gestartet ist, und auf der anderen Seite Toro. Ja, finde ich schon. Ja, ich traue es mich fast nicht zu sagen, von mir aus auch Rode und Chor. ich wusste, dass du jetzt schon wieder einknickst. Was hast du denn da gesoffen? Also wir haben gesagt, wir fanden jetzt Chor nicht schlecht, aber Naja, gut, ganz ehrlich, die zweite Halbzeit hat einen verändert zum Teil. Ja. Ich wollte gerade sagen, dass der Chor ist da so mitgerauscht. So. Der war halt auch da, dann hat man den gesehen. Und soll ich dir sagen, warum das so ist? A, damit unser treuer Hörer Christian Lossner sich freut, weil er sich jetzt der hat wahrscheinlich 10 Chor-Trikots zu Hause schon. Und weil ich diese eine Szene... Ist der so ein Fanboy? Der ist Hardcore-Fan. Das ist ja, ich glaube, das ist sogar der Halbbruder. auf jeden Fall. Erinnert euch an die eine Szene in Freiburg, wo er eigentlich fast unnötigerweise den Freiburger nochmal umcheckt, nachdem er einen Zweikampf mit jemand anders hatte? Ja. Wo es dann kurz Diskussionen gab? Deswegen will ich ihn haben. Deswegen will ich ihn haben, da ist so ein bisschen das Gefühl, da ist Feuer drin. Ja, der soll von mir aus ein paar Leute wegflexen da. Also das, war doch auch so ein Rachefaul, weil er ihn vorher erst irgendwie weggecheckt hat oder irgendwas, wo er dann nochmal nachgegangen ist. Ich kann mit beiden, de facto, wie es auch laufen wird, kann ich mit beiden gut leben. Ich finde, Toro hat nach der langen Zeit, in der er sich nicht so wirklich gut eingefunden hat, also auch schwierige Zeit auch für ihn persönlich gehabt, sein Startelf. Ding war jetzt echt gut, war echt gelungen, aber ich könnte mit beiden leben, sowohl Toro als auch Chor. Von mir aus, ansonsten, wie Basti gesagt hat, Touré raus, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich finde Chandler als Emotionsmensch richtig geil, jetzt da drin zu sehen. Und ja, du könntest tatsächlich auch Kamada drin lassen. Ja, das ist halt auch, das ist außer der Punkt, wo ich gerade auch noch so ein bisschen überlegen war. Also ich glaube schon, Gacinovic hat ja auch in dem Freiburg-Spiel gestern gezeigt, dass er einfach irgendwie Bock hat, der traut sich auch durchaus mal da so aus der zweiten, dritten Reihe zu schießen. Ich glaube, dem tut es tatsächlich auch gut, wenn da keine Zuschauer sind, wo dann nicht irgendwie direkt komische Rufe von der Tribüne kommen, wenn er irgendwie den Ball aus 2 Metern Entfernung einmal in den 18. Stock geschossen hat. Ich glaube, der braucht Wir müssen auch nicht so tun, als wäre Chandler jetzt hier, würde die ganze Zeit von Fans angegangen werden. Ne? Also ich finde das nicht so dramatisch. Es gibt immer, also ich habe fast eher das Gefühl, dass die Kritiker online sind, oder siehst du das anders, René? Ich weiß nicht, bin ich da falsch? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich glaube, er macht auch viel
Also er lässt sich schnell auch von solchen Dingen ablenken. Unabhängig davon, ob da jetzt wirklich so massiv irgendwie kommt, und das könnte ihm jetzt einfach auch gut tun. Auf der anderen Seite, das verstehe ich. Kamada hat halt schon eigentlich gestern auch, wenn man jetzt sagen muss, das Tor war jetzt auch eher so reingestolpert, aber der hatte halt auch gestern gute Momente. Also ist halt so ein bisschen schwierig. Ja, klar. Ich meine, Kamada hatte tatsächlich ja dann aber auch wirklich viele Chancen nicht verwandelt, die wirklich naheliegender waren als das Tor, was er dann gemacht hat. Ja, das ist richtig. Das es ist Nuancen. Da war auch viel Umstand gestern dabei. Genau, aber man muss halt sagen, Gacinovic kann Abstiegskampf. Ne? Und Gacinovic hat mit der Eintracht genau das schon gemacht. Und faktisch ist es so, wir gucken auf die Tabelle, die neben, hinter uns, vor uns, seitlich von uns, die punkten jetzt alle. Ja, keine Ahnung, wir laufen hier gerade, wir nehmen hier gerade auf, während Mainz aktuell führt. Du merkst, die Sache ist eng. Und es ist ja auch gut, dass wir keine Experimente jetzt in der Dreierkette machen, weil genau das das System ist, was uns wahrscheinlich gerade besser liegt. Und wenn wir sagen, wir machen weniger Experimente mit einem sicheren Gacinovic, dann lass uns darauf gehen, weil das ist das, was jetzt zählt. Wir haben leider nicht mehr die Zeit für irgendwelche Hirngespinste. Das ist richtig. Aber ansonsten kann man Gacinovic anfangs bringen, Kamada einwechseln oder andersrum. Ja. Ja. Finde ich eine gute Variante. Ja, dann hatten wir ja schon gesagt, wir wären für ein Zwei-Stürmer-System und ich glaube, da stellen sie sich auch so ein Stück weit von alleine auf, weil Paciencia ist ja auch so ein bisschen angeschlagen und damit bleiben ja eigentlich nur noch Dost und Silva. Wir hatten ja gerade eben schon über Silva gesprochen, der auch ein sehr gutes Spiel gestern gemacht hat, der auch einfach viele Offensivaktionen hat und der auch sehr stark davon profitiert, finde ich, wenn er tatsächlich einen Spieler neben sich hat und dann nicht irgendwie alleine in der Offensive rumrühren muss. Ja, ich finde tatsächlich, bei ihm habe ich fast sogar ein schlechtes Gewissen, weil ich mich so ein bisschen habe ablenken lassen von seinem Insta-Game. So, also wenn ich das nicht gesehen hätte, wäre ich, glaube ich, auch nicht so ein großer Kritiker. Also es wirkt immer, also als sie die Eintracht irgendwann auf den Sack bekommen hat und er lässt sich am Bahnhof fotografieren und guckt da in die Ferne, da bin ich wahnsinnig geworden. Aber eigentlich ist es ja völlig egal. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die gucken sich mal Instagram oder Twitter an und denken, was ist denn das für ein Idiot so. Also das rechne ich mal raus, weil man muss tatsächlich sagen, das kann ein wichtiger Spieler auch in der Zukunft werden. Es gibt ja tatsächlich auch die Gespräche, dass scheinbar Bobic da mit Mailand in Gesprächen ist, um zu verhandeln, dass er festkommen soll und so weiter und so fort. Mittlerweile kann ich es mir gut vorstellen, weil ich glaube tatsächlich, dass das ein Stürmer ist, der ähnlich wie Ante Rebic auch Vertrauen braucht, weil er auch schon viel Scheiß erlebt hat. Also man darf nicht vergessen, der wurde in Mailand, haben die Fans ihn nicht geliebt, sage ich mal. Der hatte, glaube ich, eine erfolglose Leihe nach Sevilla. Also so ein bisschen auf einem fast sogar noch höheren Niveau als Rebic hat er eine ähnliche Biografie, muss man sagen. So eine leicht gebrochene, vor viel Erwartungen, dann nicht komplett erfüllt. Ich glaube, wenn du dich dem annimmst, diesem Typ, und supportest ihn auch von Fanseite so ein bisschen und der fühlt sich wohl, dann könnte das einer sein, der nicht sofort wieder wechselt, weil er denkt, okay, ganz ehrlich, hier läuft es einigermaßen gut gerade. Klar, jetzt nicht ohne Fans, aber so langfristig vielleicht, wenn du dem jetzt einen 3-Jahres-Vertrag gibst, könnte der nach 1,5 Jahren, könnte der wirklich dir viel bringen, weil der kann schon viel. Yeah. Der ist merkwürdigerweise langsam, was mich irritiert, aber der hat eine gute Körperlichkeit, der hat eine gewisse Spielintelligenz, der ist technisch okay, der hat einen guten Abschluss. Also ich glaube, David, wir müssen uns halt klar machen, wie ist Eintracht Frankfurt. Für Eintracht Frankfurt ist das schon ein Stürmer von okayer Qualität. Wie gesagt, Instagram folge ich ihm jetzt einfach nicht mehr, dann kriege ich das nicht mit und dann ist alles gut so. Also ich glaube tatsächlich, dass man jetzt auf ihn bauen sollte, aber auch, ich habe ihn erwähnt, dem Dost musst du jetzt auch das gönnen. Weil diese Dinger, der hat in der ersten Halbzeit diesen Schuss knapp daneben, der hat in der zweiten Halbzeit eine Riesenchance, wo er den Torwart anschießt, wo er halt auch ein schlechtes Zuspiel kriegt, der wird wieder scoren. Ich glaube tatsächlich, das muss der, weiß ich nicht, Silva und Dost all the way für bis zum Ende der Saison. Ich liebe es. Ich finde es geil. Das wird jetzt gerade durch so ein 3-3 wieder in den Kopf schreien, ja? Silva kaufen, das ist auch gut. Dominik Kor muss rein. Dominik Kor in der Startaufstellung. Der Alex hat gerade eben schon getwittert, und wo wart ihr, als Basti Red im Eintracht dass Dominik Kor in die Startelf gestellt hat? Ja, ja, also das geht. Das steht, ja, wo wart ihr? Das steht wo seid morgen, ihr? Ihr seid zu Hause. Überall. Ja. Mit halboffener Hose. Mit halboffener Hose. Na, nicht ganz. Nein. Das mache ich dann im Bremen. Also ich muss sagen... machen ja Live-Fußball 2000 haben. Das wird wirklich interessant, wenn wir da... Ich freue mich schon drauf, wenn ihr da live zu Bremen das macht und Dominik Kor das entscheidende Tor schießt. Dann ist aber Polen offen.
dann ohne Scheiß, dann kannst du davon ausgehen, dass Basti auf jeden Fall sich ein Kord-Trikot kauft oder so. Also wenn der das entscheidende Tor schießt gegen die Bremer, dann ist, glaube ich, also dann hat er sich in alle Herzen gespielt. Ne? Ja, okay, das und das kündige ich jetzt hier an, das mache ich dann wirklich. Sehr gut. Wunderbar. Ja, da muss ja. Falls jemand die Kontaktdaten von Dominik Kor hat, bitte einmal an mich. Ich schneide die Tonspur dann hier raus und schicke ihm das einfach nur, weil ich will, dass er hochmotivierter auf den Platz geht. Sehr gut. Union hat übrigens gerade gegen Mainz ausgeglichen, nur wenn wir gerade eben schon mal live hier unterwegs sind. Könnt ihr mich mal reinholen? Ich bin ja am Handy und kann nicht schauen. Könnt ihr mir mal ein ganz kurzes Ergebnisdienst-Update machen? Na klar, also aktuell. Also Leipzig gegen Hertha war ja 2-2. Was auch schon irgendwie krass ist, wenn du überlegst, dass Leipzig war in Unterzahl, ne? Leipzig war in Unterzahl, hat geführt und hat dann noch das 2-2 gegen fucking Hertha kassiert. Die fucking Hertha ist gut, Mann. Bruno ist der Knorrer-Champ, Alter. Bruder Bruno ist ein echt stabiler Junge, das muss man schon sagen. Genau, dann hast du aktuell noch 0-0 Düsseldorf-Schalke, 1-1 jetzt, wie René richtig gesagt hat, jetzt Union Mainz, aktuell noch 0-0 Augsburg-Paderborn und 1-0 Hoffenheim gegen Köln. Schauen wir weiter, wie es da weitergeht. Aber nochmal ganz kurz deinen Take zu Silva. Da schwanken wir in unseren Emotionen ja auch. Ich muss aber auch sagen, ich finde, man sieht, dass er Potenzial hat. Irgendwie, also wenn es noch ein bisschen geiler wird, dann kann es auch so eine Ante-Rebic-Geschichte werden. So überall verschmäht und irgendwo hat es dann doch mal geklappt. I don't know. Wir werden sehen. Dafür muss er uns aber noch am besten ein bisschen überzeugen. Ja, also der hat schon spielerisch Qualitäten. Ich bin der festen Überzeugung, da wird noch einiges draus. Der hat einfach jetzt noch nicht die Kombination aus Heimatgefühl und Mannschaftssystem gefunden, in dem er da wirklich irgendwie glänzen kann. Ja. Mhm. Und zu Dost sage ich nichts, da habe ich eine ganz eigene Meinung, die lassen wir jetzt hier außen vor, sonst ist die gute Stimmung gleich wieder dahin. Tja, René, du kannst auch eine ähnliche Sache anbieten. Was? Im Leben kaufe ich mir kein Dost-Trikot. Im Leben. Ich dir das halt, Alter. Nee. Also ganz bestimmt, nicht. Das Schlimme ist, ich finde ihn ja echt sympathisch. Ne? Also das ist ja gar nicht. Ich finde ihn ja auch sympathisch, aber ganz ehrlich, der hat die Füße auch nur, damit er nicht umfällt. So, du wolltest nicht negativ werden. Ja, Entschuldigung. Also weiter zum nächsten Thema. Weiter zum nächsten Thema. Lasst uns die positive Energie nutzen und hier mal Ergebnistipps für Wolfsburg raushauen. Ja, also ich sag 2-2. Unentschieden wird's. Wieder 2 Tore, 2 fangen wir, aber gegen so einen Gegner kann man das jetzt nochmal machen. Basti? Ich muss da mitgehen. Ich glaube auch 2-2. Du sagst auch ein 2-2. Nee, 2-3. Wir nehmen den Punkt mit. Wir nehmen den Punkt mit. Entschuldigung. Wir nehmen die Punkte mit. 2 Tore Silva, 1 Tor Hinteregger. Und dann kommen sie auf Sky wieder mit der Argumentation, dass der ja nur die Tore schießen konnte, weil die anderen Top-Ligen ja nicht spielen. Liebe Grüße an meine mittlerweile Freunde von Sky. Ja, dass du hier das Lager schneller wechselst als die Hose, das ist uns auch bewusst. Das habe ich immer angekündigt, Leute. Das stimmt. Das kann man mir nicht vorwerfen. Wer keine Ideale hat, kann auch keine brechen. Das ist richtig. Liebe Leute, macht Werbung für den Eintracht-Podcast, damit mehr Leute hier zuhören als Sky schauen, damit wir Basti Red halten können. Ganz klare Aufgabe an euch da drauf. Ich werde immer hier bleiben, René. Ja, auch das hörten Sie hier zuerst. Ich nehme das auf und spiele mir das vor. Liebend gern, die ganze Zeit. Dann lass uns auch noch mal kurz so ein bisschen komplett auf das Restprogramm gucken. Es wurde ja jetzt auch festgelegt, wann die DFB-Pokalspiele jetzt tatsächlich auch sind. Und das bedeutet, dass die Eintracht mit dieser Woche und den kommenden 3 insgesamt 4 englische Wochen hintereinander hat, was ich schon ein extrem anstrengendes Programm finde. Also noch einmal der Vollständigkeit halber. Jetzt am Samstag Wolfsburg, am Mittwoch Bremen, dann am Samstag drauf Mainz, dann am Mittwoch Pokal gegen die Bayern, dann samstags die Hertha, dann wieder Mittwoch gegen Schalke, dann Samstag Köln, dann ist tatsächlich mal unter der Woche nichts und dann kommt tatsächlich schon der 24. Spieltag mit Paderborn. 34. Habe ich doch gerade gesagt, 34.
Der Fisch am 24. Nee, Entschuldigung, kann dann habe ich mich da versprochen. Nein, der 34. Der 24., das ist ja das Nachholspiel gegen Bremen, was jetzt am kommenden Mittwoch, also heute in einer Woche stattfindet. Das hört sich sehr, sehr straff an, aber ja, wenn ich so den Gedanken dass mit durchgegangen bin, sind das für mich 10 Punkte und das reicht sehr. Ja. Jetzt mal ganz im Ernst, ich habe auch keinen Bock mehr hier so dranfunselig zu denken, oh, es kann alles schief gehen. Fix einfach Bremen und Mainz weg, was ist los? Fertig. Aus die Maus. Das kann nicht sein, dass das nicht möglich ist. Ich will jetzt auch nicht mehr in diesem demütigen, wir müssen alles, nee. Knall Bremen und Mainz weg, dann hast du 6 Punkte, hast die auf Abstand gehalten, dann bist du eigentlich damit fast schon durch wahrscheinlich. Ja, klar. Also das ist, das ist auch das. Egal, wie oft die anderen spielen ja auch so. Es ist ja nicht so, dass das Europapokal ist. Das muss man unterscheiden, finde ich. Also es ist nicht so, dass du jetzt hier ein Programm vorgelesen hast, wo die Eintracht die Bonusspiele hat, weil die donnerstags in Basel spielen und dann in Donetsk und dann hier und so, sondern da, wo die Eintracht spielt, spielen die anderen auch, außer gegen Bremen vielleicht. Aber ich glaube jetzt, diese englischen Wochen, da zumindest am Ende der Bundesliga, meine Güte, also diese 2 englischen Wochen werden wir hinkriegen in der Saison, wo wir fast nur englische Wochen hatten. Also sind jetzt 2 Spiele, wo die Eintracht alleine spielt. Das muss klappen. Das, also ganz ehrlich, das ist eine Belastung, die immer zum Saisonende genauso kommt, wenn du überall dabei bist. Ne? Und das ist natürlich auch schwierig, aber das kann man schon hinbekommen. Und außerdem, vielleicht muss man auch die Motivation so begreifen, wie du sie gerade umrissen hast. Und zwar, egal wie das Wolfsburg-Spiel läuft, aber du kannst eine goldene Woche haben, wenn du halt gegen Bremen gewinnst. Und wenn du dann noch gegen Mainz gewinnst, wie du sagst, dann hast du plötzlich 36 Punkte auf Konto. Und dann redest du wieder über ganz andere Sachen. Dann redest du nämlich damit, dass du safe, also dann hast du 35 Punkte. Aber dann redest du da, dass du relativ safe eigentlich jetzt doch damit planen kannst, in der Liga zu bleiben. Und das ist natürlich ein großer Ansporn. Man muss diese 6 Punkte vielleicht diese eine Woche halt genauso nehmen. Also, ja. Ja, okay, ist natürlich auch so ein Argument, dass du natürlich dich dann quasi motivationstechnisch da in sehr kurzen Zeitabständen von dem einen Spiel ins nächste irgendwie rein katapultieren kannst. Eine Woche durchbrutalisieren. Ja. So, eine Woche so wirklich bam, bam, bam und dann läuft's halt. Das ist aber, wir reden hier natürlich halt, keine Ahnung, ich habe nie Profisport gemacht. Wahrscheinlich ist es in der Praxis ein bisschen komplexer, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich auch Spieler und Menschen, die Profisport machen, genauso auch versuchen zu motivieren. Und ich halte von der, ganz ehrlich, guck dir an, Mainz ist jetzt auch, spielt nicht also Mainz und Bremen, die sind ja auch jetzt nicht spielerisch so, dass du jetzt wirklich Angst haben musst. Wenn die Eintracht sich auf ihre Grundstärken, auch gerade, wie wir es jetzt gesehen haben, in der Offensive konzentriert und Fehler abstellt, dann ist ja doch logischerweise was möglich. Ja, und das muss es doch sein. Ja. Ja, ich wollte mal der Vollständigkeit halber einmal das Programm auflisten und was wir natürlich noch überhaupt nicht da drin haben, ist ja, dass ja auch noch ein Euroleague-Spiel aussteht gegen Basel, was ja abgesagt wurde. Das muss ja auch noch da irgendwie hineingebaut werden, wenn es denn weitergeht. Das ist ja noch so ein bisschen im Unklaren. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es dann so ein EM-artiges Turnier gibt, wo die Hinspiele einfach nichts zählen. Ja, also einfach, alle treffen sich an einem Ort und dann wird es halt ausgespielt. Ja, also ich glaube, das ist auch tatsächlich keine so total absurde Variante, weil du kommst ja jetzt irgendwann dann einfach in die Situation, auch wenn die anderen Ligen jetzt irgendwann mal anfangen, wo du ja keine Möglichkeiten hast oder halt im schlimmsten Falle die Ligen halt eben nicht anfangen und du dort keine Spiele austragen musst, also musst du ja irgendwie auf einen neutralen dritten Platz. Und dann ist wahrscheinlich so eine Turniervariante über 3-4 Tage gestreckt, irgendwie den ganzen Kram einfach runterkloppen, das Wahrscheinlichste, ja. Ich würde es geil finden. Ich fände es auch. Also, es wäre im Zuge dessen eine sehr pragmatische Lösung und du hättest wahrscheinlich auch einfach immer so als Fußballbegeisterter oder Fußballinteressierter irgendwie 4 Tage am Stück vernünftige Partien, bei denen es halt am Ende auch noch um was geht, wäre halt schon auch irgendwie eine ganz gute Sache. Ja, muss ja nicht in 4 Tagen sein, aber es kann ja, weiß nicht, so 1,5, 2 Wochen. Kannst ja, oder so irgendwas. Dann sind alle an einem Ort und dann gibt es halt, weiß ich nicht, das ist halt gut, spielt halt, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich habe nur dieses, ja, weiß ich gar nicht, im Endeffekt ist das ja auch fast egal, muss ich sagen. Also ich glaube nicht, dass wir da 4-0 gewinnen, aber wer weiß. Nee, beim Europapokal blutet einem halt trotzdem noch mehr das Herz, finde ich. Ich finde dieses, wir dürfen da nicht hin, ist beim Europapokal, das ist so der Peak. So, darfst nicht dahin, du hast immer diese europäischen Nächte, die nochmal was Besonderes sind, deswegen habe ich das komplett ausgeblendet, muss ich sagen. Ja, das stimmt schon.
Ja, das ist insofern, finde ich insofern das auch so schwierig, dass natürlich, wenn wir jetzt über den Status quo aktuell sprechen, ist es das Erste, weil du hast natürlich wesentlich weniger Emotionen und auch ehrlich gesagt Bock, überhaupt weiterzukommen so. Ne? Also ich meine, wenn das jetzt normal laufen würde, wen interessiert es denn? Also ich meine, okay, dann haben wir kommen wir gegen Basel weiter und spielen woanders, wo wir nicht hin dürfen. Das ist halt eine schwierige Sache. Ja, eben. Und noch schlimmer ist es tatsächlich gerade für die Mannschaften, die potenziell dann nächste Saison europäisch spielen würden, weil wer will denn eine europäische Geistersaison spielen? Genau. Also, das ist ganz ehrlich, wenn du ein Verein bist, ich glaube tatsächlich so, wenn Bayern Meister wird, für die wird es nicht so schlimm, wenn die Meister werden, die werden sich trotzdem freuen und die wissen, okay, wir haben das eh schon oft genug gefeiert, wir feiern das jetzt halt auch noch mal so was anderes. Oh, stell dir mal vor, wirklich, du weiß ich nicht, Köln hat ja eine Zeit lang, stell dir mal, oder irgendein Verein, der das normalerweise nie erreicht, so, der kommt plötzlich nach Europa, wie ärgerlich wäre das denn? Alter? Ja, das stimmt schon. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Wie kotzen, ey. Das wäre absolut. Ich stell mal vor, Köln kommt in der Europapokal. Axel freut sich, und dann kriegen die die Lose, keine Ahnung. Köln ist in einer Gruppe mit Manchester United. Herzlichen Glückwunsch, darf ich hin. Ja, es wäre halt schon echt bitter dann. Ja, stimmt. Tatsächlich ganz lustig, dass dann halt aktuell eigentlich auf den vorderen Positionen, bis auf Freiburg, alles nur Mannschaften sind, wo ich sagen würde, naja, so viel fahren da eh nicht mit, ne? Aber Leverkusen. Habe ich mir auch gedacht. Ganz ehrlich, Leverkusen. Das ist die beste Saison. Genau, das ist die beste Saison. Leipzig, Leverkusen, Champions League, Wolfsburg, Hoffenheim, Europapokal. Macht ruhig so. Das ist so, hier, wenn das schon mal sein muss irgendwann, da haben wir alle immer mit gerechnet, es war ja wie so ein unheilvolles Damoklesschwert über uns. Dann jetzt. Dann will ich es jetzt hinter mich bringen. Ja, das stimmt. Jeden Fall. Jetzt ist auch egal. Macht ihr das mal. Wir setzen mal ganz gern ein Jahr aus. Ja. Genau, wir setzen aus. Macht ihr das mal. Viel Spaß. Vertretet mal Deutschland für die 5-Jahres-Wertung. Und auf jeden Fall lasst bitte da Körner in der Geistersaison, dass ihr dann in der Geistersaison, wo man sich dann wieder für die normalen europäischen Wettbewerbe qualifizieren kann, auch federn lassen müsst, damit dann die Eintracht da ins Bild kommt. Vielen Dank. Finde ich noch eine gute Idee. Ja, bitte an der Stelle auch nicht vergessen, dass natürlich in der nächsten Saison die Platzierung noch viel wichtiger ist, weil wenn es nämlich ganz blöd läuft, dann kommst du in diesen pseudo-interessanten Euroleague 2-Wettbewerb, hast du ja nicht gesehen, wie auch immer der Scheiß am Ende da heißt. Da hast du ja dann gar keinen Bock drauf. Also in der nächsten Saison gilt ja dann entweder tatsächlich richtig Euroleague oder bitte gar nichts international, weil dieses Spielzeugding da, das will am Ende auch keiner. Habe ich ganz vergessen. Ja, ich erinnere dich schon noch dran, keine Angst. Gott, oh Gott, ich habe auch komplett ignoriert. Das sind also so Dinge, die man dann auch wieder vergessen will. Ne? Ja, safe. Ja. Wow, ey, also alles so ein Kram, den man vorne und hinten nicht will. Ja, schauen wir mal. Übrigens, kurzer Abstand zu den Ergebnissen. Hoffenheim hatte zwischenzeitlich ein 2-0 geschossen, das ihnen allerdings wegen Abseits wieder aberkannt wurde. Kleine Runde mit Leid. Vielen Dank, René, für diese Information. Ja. Und Köln spielt nur noch zu 10. Wer ist vom Platz geflogen? Bornau hat eine rote Karte gesehen. Naja. Tja, Axel, vielleicht können wir dich nochmal ein bisschen reinziehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, auch nach Eingreifen des Videoschiedsrichters. Das hat mich ja tatsächlich schockiert bei dem Dortmund-Spiel, muss ich sagen. Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur die Empörung auf Twitter gesehen, dass man nicht verstehen konnte, wie das nicht als, was war es, Elfmeter oder was gewertet wurde. War ja der Wahnsinn, ne? Was war denn da? Beschreib's doch einmal kurz für. Boateng ist hingefallen. Und ich glaube, Haaland hat geschossen und Boateng hat halt im Aufstehen seine Ellbogen nach draußen gemacht. So ganz, also das ist klare Elfmeter gewesen. Okay. Für mich. Kein Eingriff, gar nichts. Keine Ahnung. Ja. Naja. Völlig gaga. Also ich habe auch gedacht, okay, das ist doch ganz klar Elfmeter, ne? Das ist doch gar keine Frage. Ja, du hast halt mittlerweile auch diese Beruhigung zu denken, ja okay, das wird jetzt irgendjemand sehen. So, also weißt du, dieser VAR gibt dir trotzdem manchmal so eine trügerische Sicherheit. So denkst, ja okay, klar, da wird jetzt einer anrufen und dann, wie, der Käufer wieder aus. Dann passiert's nicht und dann passiert's nicht. Ja. Also wie, richtig bitter, ey. Dann denkst du, ja klar, okay, gut, passiert, ne, der hat's jetzt nicht gesehen, aber wir wissen ja, läuft, ne, gleich kommt der Anruf. Nix, gar nichts. Merkwürdige Kiste tatsächlich, ja. Und ich meine, können wir froh sein, dass uns das jetzt da nicht berührt hat, aber schon, also so unfehlbar ist die ganze Sache halt dann tatsächlich doch nicht. Scheinbar nicht.
Ja, schauen wir mal, was da heute im Spiel noch passiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Axel da nächste Woche bei 93 wieder die ein oder andere Aussage dazu fallen lassen wird. Was aber ja auch schon mal gut ist, so als Ausblick, dann hat man wieder ein bisschen was, über das man sich freuen kann. Wenn man sich nicht schon über Siege der Eintracht in Wolfsburg freuen kann am kommenden Wochenende, wie von uns gerade eben festgehalten. Ja, wir haben gerade eben mal hier so ein bisschen parallel geguckt, was wir noch so an Themen auf der Liste haben, und wir werden es heute ein bisschen kurz und knackig halten. Wir haben aber eine gute Tat der Woche geschickt bekommen, die ich natürlich hier unterbringen wollen möchte, und deswegen hauen wir da jetzt mal auf den Jingle, wenn ich ihn denn finde, der ist dort. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ja, und zwar hat uns der Rico einen Link zu einem Artikel geschickt bei SportsBuzzer. Und da geht es um Chemie Leipzig, die einer der Vereine sind, die von dem anderen Leipziger Verein, nämlich von RB, Geld bekommen haben. Also RB Leipzig hatte im Rahmen der Wir-Alle-Kampagne Geld für die anderen Fußballvereine in Leipzig gesammelt und hat das quasi dann über den Sportverband dort verteilen lassen. Und Chemie hat so überlegt, so, was machen wir jetzt mit dem Geld? Eigentlich brauchen wir es, aber irgendwie so richtig unterstützen wollen wir es auch nicht, und haben sich entschieden, nee, wir wollen die Kohle nicht. Wir schieben sie weiter an die anderen Vereine, die sie tatsächlich auch brauchen, und wir nehmen von dem Konstrukt kein Geld an. Was ich ein sehr klares Statement finde. Sie haben das mit einem sehr kurzen, aber sehr klaren Pressestatement begleitet, und ja, finde ich einen guten Hinweis von Rico und wie man damit sinnvoll umgehen kann. Stabile Jungs sowieso, richtig geile Angelegenheit, auch im Kleinen. Ne? Ich meine, das ist natürlich sowieso krass gegen so einen übermächtigen Gegner, aber man probiert es, und das finde ich gut. Ja, finde ich auch. Stabiles Zeichen auf jeden Fall. Ja. Mhm. Von daher unsere gute Tat der Woche. Und wer den ganzen Artikel nochmal nachlesen will, ich verlinke den natürlich hier ordnungsgemäß. Gute Tat der Woche auch immer. Leute, die mit JR sich abkürzen, oder die vier großen Bild, das habe ich ja gesagt, ich wollte die vier großen Lettern sagen. Die vier großen Buchstaben. Ja, einfach, ich wollte es einfach pseudo geschickt umschreiben, einfach besser nicht lesen. Mehr demnächst. Demnächst haben wir mal wieder einen schönen Dummschwätzer, wenn wir mal wieder richtig viel Zeit haben. Wir sparen uns das auf. Genauso wie wir jetzt all unsere Energie für was Positives verwenden mussten, wird dann auch demnächst mal wieder was anderes kommen. Aber keine Angst, coming soon. Ich glaube, da gibt's, also wenn wir die alle sammeln würden, dann wäre das so eine extra 2-Wochen-Folge, die wir da draus machen können. Ja. Das müssen wir mal in einer ruhigen Minute mal alles wieder aufarbeiten. Das könnte großartig werden. Wenn wir schon gerade bei positiv sind, habt ihr noch Empfehlungen für unsere Hörerinnen und Hörer? Spontan, die Michael Jordan-Doku habe ich ja schon empfohlen, die kann man so gerne weiterschauen, die ist jetzt komplett. Aktuell Elf Freunde ist draußen, die kann man immer blind auch empfehlen, finde ich. Hat so ein bisschen Zeit dazu lesen. Und ansonsten werde ich vielleicht in den nächsten Wochen was empfehlen. Ich muss es aber erst lesen, weil ich habe mir tatsächlich ein Buch über Thomas Tuchel gekauft, was kürzlich rauskam. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich das dann empfehlen werde oder ob ich eine Gegenempfehlung aussprechen werde. Ich bin gespannt, Thomas Tuchel. Du begibst dich in die Höhle des Löwen hier, mein Lieber. Ja, genau. Aber ist interessant. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Undertaker-Doku schon empfohlen habe. Hast du letzte Woche? Ja, stimmt. Aber kann man sich wirklich antun, auch wenn ich der ganzen Situation ein bisschen gespalten gegenüberstehe. Aber ganz, ganz große Empfehlung für alle Freunde des gepflegten Catchers. Dark Side of the Ring hat jetzt die letzte Folge ihrer aktuellen Staffel rausgebracht, und da geht es um den tragischen Tod von Owen Hart. Wenn ihr jetzt so gut drauf seid und braucht wieder ein bisschen Depression depressive Stimmung, dann geht euch, das ist eine herausragend gemachte Doku, alles von Weiß, also Weiß aus den USA, sehr, sehr gut umsichtig das Ganze nochmal und auch der Ehefrau das Wort gegeben. Finde ich eine herausragende Doku, sowieso die ganze Reihe. Hat so ein paar Füllerfolgen wie immer,
Aber trotzdem, insgesamt eine super, super Sache. Wrestling-Dokus haben sowieso ihre eigene Magie und das ist echt sehr gut gemacht worden. Ja, das kann ich empfehlen. Ist die frei in diesem Internet verfügbar? Nein, ich sag mal so. Du kannst bei YouTube eingeben und wirst es frei bekommen. Okay. Ja, das ist doch schon mal, das ist doch schon mal eine Aussage. Es gibt keine Deutschland-Lizenzierung, das ist halt ein bisschen schwierig. Ja, deswegen, das ist ja immer so ein bisschen, aber okay, dann einfach das gute alte YouTube anschmeißen und da mal gucken. Das klingt auf jeden Fall spannend. Da werde ich mal, das werde ich mir mal auf die Watchlist setzen. Sehr gerne. Ich habe so viel auf der Watchlist, ich weiß gar nicht, wann ich den ganzen Rums noch irgendwie zu Ende gucken soll. Es ist echt traurig. Was man auch empfehlen kann, ist 93 Fun Friend zu werden. Das sage ich auch heute nur zum ersten Mal hier in dieser Sendung, weil heute ist tatsächlich Jubiläumstag. 4 Jahre 93 ist heute. Ja, oh, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ja, das ist ja krass. 4 Jahre. 4 Jahre macht ihr diesen Unsinn schon, herausragend. Und die letzten Zeiten, im letzten Jahr sogar auch schön am Touren. Ja, jetzt habt ihr eine kleine Pause, Corona-Pause, aber danach geht es ja mit voller Energie weiter, hoffe ich mal. Ne? Ich hoffe tatsächlich, wir haben neue Live-Termine bekommen. Ja, der erste ist tatsächlich schon am 1.11. in Hamburg. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn das klappt, würde ich mich natürlich mega freuen. Bin da noch ein bisschen skeptisch, aber zumindest die Termine 2021 sollten dann doch hoffentlich wieder gehen. Also bis dahin. Ich bin optimistisch. Bis dahin hat der Dietmar Hopp uns hoffentlich den Schopf gegeben. Nur er. Nur er allein. Nur er. Der gibt den persönlich aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber der überwacht das dann, also du, wenn du dann in seinem Stadion warst und gepöbelt hast, dann hat er eher schlecht geschafft. Ne? Safe nicht, ja, auf jeden Fall. Ansonsten kann ich eigentlich nur noch empfehlen, genau, checkt auf jeden Fall mal die Daten, welche Daten es noch gibt für 93. Gibt es noch ein paar Sachen, die nicht ausverkauft sind? Wo kann man noch hin? Kannst eigentlich, glaube ich, aktuell noch überall hin. So, die Conora hat so ein bisschen den Kartenverkauf gebremst, sage ich mal, weil die Unsicherheit da war. Aber Frankfurt war doch schon ausverkauft, das ist doch noch der alte Termin, oder? Frankfurt ist auch noch nicht ganz ausverkauft. Ah, okay. Also in Frankfurt gibt es noch Restkarten für den Dezember. Also 6.12. Also 6.12. Nikolaus, ich bin auch vor Ort. So, der also, liebe Leute, legt euer Geld gut an. Das ist die beste Möglichkeit. Und dann könnt ihr mit den Chaoten von 93 ein wenig ins gemeinschaftliche Weihnachtssingen einstimmen. Ne? So, machen wir es. So, super. Und dann kann ich noch empfehlen, ab Samstag geht's wieder los in der 3. Liga. Ja, liebe Leute, behaltet das mal im Auge. Es ist eine extrem spannende Kiste. Wir haben ein eng gestaffeltes Feld da vorne im potenziellen Aufstiegsrahmen. Alles von Platz 1 bis Platz 10 kann momentan innerhalb kürzester Zeit jeder einen Aufstiegsrang belegen. Also insofern wird es sehr spannend. Ab 14 Uhr geht's am Samstag los. Jungs und Mädels, behaltet die 3. Liga im Auge. Da ist einiges dabei. Und ich glaube, es wird anders auch spannend. Ja. That's it. Das wollte ich nur empfehlen. Das ist mehr Aufmerksamkeit für Liga 3. Die hat das allemal verdient. Mhm. Und ich gucke gerade. Die läuft ja, das hatte ich nämlich heute so mit so einem halben Auge gesehen, die läuft ja unter anderem hier bei Magenta Sport, also wenn ihr einen Telekom-Fernsehanschluss oder irgendwas habt. Und da gibt es tatsächlich das Angebot, dass die ersten 12 Monate umsonst sind und danach kostet das ein 5er im Monat und dann kriegst du alle Spiele der 3. Liga live und ich glaube, du kannst das mittlerweile sogar ohne dass du unbedingt einen Telekom-Anschluss also haben. René, du arbeitest doch bei der Telekom, dann kannst du mal was klar machen hier, so für die einen oder anderen Hörer. da kann ich leider nichts klar machen. Jetzt können wir ja hier die 3. Liga-Empfehlung vollständig machen, um wieder auf 93 die Schleife zu binden. Die aktuelle Folge 93 beschäftigt sich nämlich auch mit der 3. Liga. Ja, nicht spoilern, ich habe sie noch nicht zu Ende gehört. Ich bin erst bei den Zebras. Ja, ja, aber wir haben auf jeden Fall die 3. Liga-Hymnen dort bewertet und da sind einige Perlen dabei. Sehr gut, ich höre rein gleich. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es doch für heute. Hervorragend. Safe, safe. Hervorragend. Dann machen wir das Säckle zu. Wir danken euch für das Zuhören, für alle, die hier wieder live im Chat waren. Wir erinnern Basti an dieser Stelle nochmal dran, dass wenn Dominic Kohr das entscheidende Tor gegen Bremen macht, dass er sich zwingend ein Dominic Kohr-Trikot kaufen muss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er dann da auch von einem Kamerateam von Fußball 2000 begleitet werden wird. Das wird man irgendwie arrangiert bekommen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche auf ein schönes Spiel gegen Wolfsburg mit mehr Punkten für uns und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Wir müssen mal gucken, wie wir das mit diesem Bremen-Nachholspiel hinkriegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da einen Termin finden werden. Auf jeden Fall. Bis dahin. Super. Macht's gut. Ciao.